Ich gewinne wie viel und der Richtige gewinnt. Das macht Spaß, geh ab, ab in der Luft, geh am Baum. Ich gewinne wie viel und ein reizendes Kind. Das macht Spaß, geh ab, ab in der Luft, geh am Baum. Thomas, darf ich dich was fragen? Ja. Du mit Motormodell, das ist ja wirklich selten, ne? Ja, da bin ich ja mit aufgewachsen, ne? Ja. Späferwegeflieger geworden. Ja, ja, klar. Also das ist, wie gesagt, ein seltener Anblick, dass du mal mit dem Motorflieger hier bist. Thomas, sag mir mal was zu dem Flugzeug. Ja, das ist eine komplette Holzkonstruktion, Maßstab 1 zu 2,3. Ist ein 100 Kubik DA-Motor drauf. Ist hervorragend mit dem Markerprofil und ist auch schon 18 Jahre alt. Thomas, hast du die selber gebaut? Die habe ich damals selber gebaut, aus einer Fressgeschichte, die ein Vereinskollege mal gemacht hat. Ja. Ja, da habe ich damals 2 Stück von gebaut. Und ich habe auch gehört, du willst mit der Maschine tatsächlich in Mettingen auf dem Skill-Wettbewerb mitmachen. Ja, so ist der Plan. Ja, klasse. Finde ich richtig gut. Wie gesagt, ein seltener Anblick. Ne? Und das muss man natürlich aufnehmen. Du mit dem Motorflieger. Wunderbar. Ja, dann sehen wir jetzt einen schönen Flug. Genau. Gucken wir doch mal, ne? Wunderbar. Danke. Danke.
Christian, grüß dich. Hallo, Detlef. Du, ich habe mal zu deiner Wilga eine Frage. Sag mir mal, was das für eine Spannweite ist, Maßstab und Motorisierung. Ja, das ist die PZL Wilga. Die wird oder wurde damals von Frischmodellbau gebaut. Gibt es in verschiedenen Maßstäben, wie gesagt, 1:3,5, also 3,20 Meter Spannweite. Die ist motorisiert mit einem mit einem 150er 3W. Okay. Das heißt etwas übermotorisiert, aber das ist zum Schleppen manchmal ganz schön. Ja. Hat und so circa 17 Kilo, würde ich sagen. Ja. Und du verwendest eigentlich die Maschine auch wirklich nur zum Schleppen? Also du fliegst da nicht einfach nur so mit rum? Also du setzt die eigentlich nur zum Schleppen ein? 95% zum Schleppen. Okay. Wenn man Langeweile hat, dann kann man damit auch solo fliegen, aber hinter einer Wilga gehört irgendwas dahinter. Ja. Sag mir mal das Gewicht. Die kommt mir relativ groß vor. Ja, also die wird so 17 Kilo wiegen. 17 Kilo, okay. Aber da reicht, ich habe das gesehen, die Motorisierung natürlich vollkommen aus, auch große Segler zu schleppen. Ne? Ich schleppe damit auch 25 Kilo, das haben wir auch schon. Okay. Du hast die selber gebaut? Nein, die habe ich irgendwann mal gebraucht, gekauft und zusammen mit einem Freund von mir wieder aufgearbeitet. Und mittlerweile hat sie auch bei mir schon viele, viele, viele Stunden auf dem Buckel. Man sieht ihr das an. Ja. Also ein reines Arbeitstier, das ne? Ist ein Arbeitstier, ja. Christian, vielen Dank. Gerne. Ciao. Tschüss.